Ausgehend von dem kleinsignalen Satzschaltbild, das wir für den Tiefsitzsteller abgeleitet haben, das hier oben nochmal dargestellt ist. Das heißt hier dieses mit den zwei parallelen Stromquellen, die nur von Delta D-Mittel, Delta IL-Mittel und jeweils den konstanten Faktoren IL und D abhängen und diesen beiden Spannungsquellen UE mal Delta D-Mittel und D mal Delta UE-Mittel sowie dem Ausgangstiefpassfilter gebildete Modell, wollen wir nun Übertragungsfunktionen ableiten, das heißt das praktisch anwenden. Wenn man das jetzt hier betrachtet, sollte man im Hinterkopf haben, dass dieses Modell jetzt nur gilt für sinusförmige Vorgänge, das heißt ähnlich wie ein Kleinsignalersatzschaltbild von bipolaren Transistorverstärkerschaltungen oder allgemeinen Verstärkerschaltungen in der Elektronik, beschreibt das jetzt nur das Verhalten um einen Arbeitspunkt herum für sinusförmige Signaländerungen. Tatsächlich haben wir hier jetzt ein System, wenn wir es aus Sicht der Regelungstechnik bzw. der Systemtheorie betrachten, mit zwei Eingangsgrößen und einer Ausgangsgröße. Das heißt, man könnte das auch als LTI-System auffassen, wo wir hier als Eingangsgrößen einerseits den Wechselanteil Delta UE Mittel, den sinusförmigen Anteil der Eingangsspannung haben, andererseits unser Steuersignal Delta D Mittel, das heißt die sinusförmige Kleinsignaländerung des mittleren Tastverhältnisses, und auf der anderen Seite haben wir als Ausgangsgröße Delta UA-Mittel, die sinusförmige Änderung des Ausgangssignals. Das heißt tatsächlich, dieses linearisierte Kleinsignalmodell beschreibt ein LTI-System mit zwei Eingängen, und zwar hier Delta UE-Mittel und Delta D-Mittel und einem Ausgang Delta UA-Mittel. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem einfachen System zu tun, sondern wenn wir ein Modell erstellen wollten, im Bildbereich der Laplace-Transformation, dann könnten wir dieses System aus systemtheoretischer Sicht in zwei Teilsysteme zerlegen. Es ist nicht ein lineares zeitinvariantes System. Das heißt, wir könnten die Einzelursachen getrennt betrachten und dann die Einzelreaktionen am Ausgang bestimmen, wie beim Überlagerungssatz, um die Gesamtreaktion zu bekommen. Und das führt auf folgende Darstellungsweise. Wir sagen, wir modellieren das System wie folgt. Wir haben einerseits die Eingangsgröße Delta UE Mittel. Dann gibt es im Bildbereich der Laplace-Transformation, das soll jetzt alles Laplace-Transformierte sein, also Delta UE Mittel von S, eine Übertragungsfunktion GUE von S. Und wir haben eine zweite Eingangsgröße Delta D Mittel von S, eine zweite Übertragungsfunktion GD von S. Und das Ausgangssignal Delta UA von S ist hier einfach die Summe dieser beiden einzelnen Systemreaktionen, also zum einen Delta UE Mittel von S multipliziert mal der Übertragungsfunktion GUE von S plus Delta D Mittel von S multipliziert mit der Übertragungsfunktion GD von S. Das heißt, wie gesagt, in Form des Überlagerungssatzes, wir kriegen also einen Ausgangsspannungsanteil Delta UA1 und einen Ausgangsspannungsanteil Delta UA2 von S, und diese addieren wir, um die Gesamtsystemreaktion zu kriegen, was jetzt dann möglich ist, weil unser Modell linear ist. Und diese beiden Übertragungsfunktionen, die wir jetzt einführen, die wir eigentlich bei allen DC-DC-Wandlern irgendwo haben, werden zwei Namen kriegen. Wir bezeichnen GUE von S als die Übertragungsfunktion, die Delta UA von S in Bezug setzt zu Delta UE-Mittel von S, für den Fall, dass Delta D Mittel gleich 0 ist, als Input-to-Output-Übertragungsfunktion. Diese beschreibt, wie stark sozusagen eine Änderung der Eingangsspannung eine Rückwirkung auf die Ausgangsspannung verursacht. Wenn jetzt die Eingangsspannung größer oder kleiner wird, kleinsignalmäßig, wie sich dann sozusagen die Ausgangsspannung ändern kann. Und GD von S, das ist vielleicht die wichtigere der beiden Übertragungsfunktionen, wird definiert als Delta UA von S zu Delta D Mittel von S, für den Fall, dass Delta UE Mittel gleich 0 ist, ist die Control-to-Output-Übertragungsfunktion. Das ist tatsächlich die, die uns angibt, wie jetzt eine Tastverhältnisänderung auf den Ausgang wirkt. Und das ist die, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir einen Regler auslegen, weil die Regelstrecke in unserem Regelkreis beschreiben wird. Wollen wir jetzt ein Beispiel machen, wie wir die bestimmen können? Um die zu bestimmen, gehen wir wieder aus von diesem Ersatzschaltbild hier oben. Und wir wollen jetzt mal diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion für den Tiefsitzsteller ermitteln. Gut, das heißt jetzt, wir wollen also GD von S bestimmen.
unter der Voraussetzung, wie gesagt, hier, dass Delta UE Mittel gleich 0 ist. Um das jetzt zu machen, würde ich das Ersatzschaltbild jetzt nochmal aufzeichnen, und zwar mit der Bedingung Delta UE Mittel ist gleich 0. Das kann man so interpretieren, hier vorne wäre quasi eine Spannungsquelle angeschlossen, die diesen Wert Delta UE Mittel hat. Und wenn das jetzt gleich 0 ist, bedeutet das, dass wir hier quasi einen Kurzschluss haben. Und das bedeutet auch, dass eine dieser beiden Spannungsquellen, die wir hier drin haben, entsprechend auch durch einen Kurzschluss ersetzt wird. Das heißt, tatsächlich entsteht das Kleinsignalmodell auf Schaltplanebene dann wie folgt, wenn wir es hier rechts darstellen. UE wird kurzgeschlossen, die beiden Stromquellen hier bleiben. Und von den beiden Spannungsquellen bleibt nur eine übrig, und zwar die mit dem Wert UE, dem Arbeitspunktwert der Eingangsspannung, multipliziert mit Delta D Mittel von S. Und am Ausgang haben wir weiterhin das LC-Filter, wobei wir jetzt hier Induktivität und Kapazität als komplexe Widerstände im Sinne der Laplace-Transformation auffassen wollen. Das heißt, wir haben hier einen Widerstand ZL von S ist gleich S mal L. Und hier haben wir einen komplexen Widerstand ZC ist gleich 1 durch S mal C. Und der Lastwiderstand ZR wäre gleich R und hätten hier sozusagen die Ausgangsspannung Delta UA von S. Warum habe ich jetzt hier die Stromquellen nicht weiter berücksichtigt? Tatsächlich ist es so, wenn wir dieses Ersatzschaltbild betrachten, die Stromquellen spielen keine Rolle bei der Bestimmung der Ausgangsspannung, weil tatsächlich nur die Spannungsquelle, die hier angeschlossen ist, UE mal Delta D Mittel von S, bestimmen wird, wie sich die Ausgangsspannung einstellen wird. Würden sich hier die Ströme ändern, hätte das nur zur Folge, dass die Spannungsquelle hier einen größeren oder kleineren Strom aufnehmen müsste. Aber die Spannungsquelle erzwingt sozusagen an ihren Klemmen diese Spannung und deswegen auch die Ausgangsspannung. Wie bestimmt man das jetzt? Per Definition ist GD von S Delta UA Mittel von S durch Delta D Mittel von S. Was wir einfacher bestimmen können, ist jetzt zunächst mal das Verhältnis von der Ausgangsspannung zu dieser Eingangsspannung. Und das ist schon fast GD von S bis auf den konstanten Faktor UE nämlich. Das heißt, der Ansatzpunkt wäre wie folgt, wie ich das bestimmen würde. Delta UA Mittel von S geteilt durch UE mal Delta D Mittel von S. Das ist nämlich einfach bloß die Spannungsteilerformel ausgewertet. Das ergibt nämlich jetzt hier ZR parallel ZC durch ZR parallel ZC plus ZL, wenn wir hier diese komplexen Widerstände eingeführt haben. Und wenn wir das jetzt auf beiden Seiten mit UE durchmultiplizieren, würden wir tatsächlich die Übertragungsfunktion GD von S kriegen. Das heißt, rechnen wir das kurz aus in der Nebenrechnung. ZR parallel ZC als R mal 1 durch SC durch R plus 1 durch SC. Und wenn wir dann durchmultiplizieren mit S mal C durch S mal C, kommen wir auf R durch 1 plus SCR. Für diesen Ausdruck setzen wir es also ein. R durch 1 plus SCR durch R durch 1 plus SCR plus S mal L. Auch hier würde ich jetzt erweitern, um das weiter aufzulösen. Doppelbrüche eliminieren. Mal 1 durch SCR durch 1 durch SCR. Und dann kriegen wir R durch R plus S mal L mal 1 plus SCR oder R durch R plus S mal L plus S Quadrat LCR. Das formen wir jetzt noch ganz leicht um, weil tatsächlich üblicherweise, wenn wir eine normierte PT2-Übertragungsfunktion haben, dann ist der Term, der hier unten im Nenner steht, wo wir S hoch 0 haben, also wo kein S steht, normiert auf 1. Deswegen würde ich hier nochmal erweitern mit 1 durch R durch 1 durch R. Und dann haben wir die Übertragungsfunktion Delta UA von S, Delta UA Mittel von S durch UE mal Delta D Mittel von S hier als 1 durch S Quadrat LC plus S mal L durch R plus 1. Und da sehen wir, das hier ist eine PT2-Übertragungscharakteristik. Tatsächlich ist das jetzt noch nicht unsere Übertragungsfunktion, sondern GD von S, diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion, entsteht dadurch, wenn wir auf beiden Seiten mit UE multiplizieren. Das ist ja Delta UA-Mittel von S durch Delta D-Mittel von S.
wäre dann hier also UE multipliziert mit diesem PD2-Element 1 durch S Quadrat LC plus S mal L durch R plus 1. Und hier sieht man sehr schön, warum wir nicht einfach sagen können, das ist bloß die Übertragungsfunktion dieses LC-Ausgangsfilters. Ja, man sieht im Wesentlichen, die Dynamik wird natürlich beschrieben durch dieses LC-Ausgangsfilter. Das hier wäre ja die normale Übertragungsfunktion dieses Filters am Ausgang. Tatsächlich aber haben wir vorne diesen Wert, der vom Arbeitspunkt abhängt, diesen Wert UE. Und der ändert sich jetzt, je nachdem, um welche Eingangsspannung herum wir den Arbeitspunkt linearisieren. Das heißt, der ist von der Eingangsspannung abhängig und ändert damit die P-Verstärkung dieses PT2-Elements, weil tatsächlich ist das der KP-Faktor, die Proportionalverstärkung dieses PT2-Elements.